Servus Leute, zurück zu Let's Play Palworld, hier in der Eisenmanufaktur zu Wuji World. Ja, es läuft. Also tatsächlich, ab und zu läuft es auch mal, wenn ich nicht hier anwesend bin. Hier müsste eigentlich einer sein und sie auspeitschen, wenn sie nicht arbeiten. Egal. Jetzt ist schon wieder dunkel. Scheinbar. Was habe ich seit dem letzten Mal gemacht? Ich weiß nicht, das hatte ich, glaube ich, schon erkundet. Jetzt habe ich dieses Inselarchipel sozusagen fertig erkundet. Und dabei gesehen, hier. Gut, die kannten wir schon vorher, aber die zwei sind auf jeden Fall neu auf meinem Gebiet. Und die muss ich eigentlich auch nochmal besuchen. Aber wen ich auch besuchen muss, und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Wir gehen mal dorthin, da habe ich eine Markierung gesetzt. Weil etwas ist bei meinen Erkundungen aufgefallen. Zufällig. Also ich habe eigentlich natürlich nach den wunderbaren... Nein, du bist falsch. Ich habe eigentlich nach den wunderbaren Effigy, oder wie heißen die Statuen, gesucht. Um meine Fangwahrscheinlichkeit dauerhaft zu steigern. Das mache ich normalerweise immer pro Insel. Also ich erkunde erst eine Insel und dabei suche... Oder, ja gut, und danach... So ist zumindest aktuell meine Taktik. Gehe ich durch und... Schaut mal hier, ein paar Wilderer. Einfach so auf den Bergen. Und danach gehe ich nochmal die Insel ab und suche die ganzen Statuen. Weil sonst, ich wüsste nicht, wie man... Oh, hallo, John. Hallo. Kleine Elektromäuse. Nehme einfach mit. Jo, kommst du auch mit. Jawohl. Ich war hier schon, deswegen habe ich schon ein paar von denen. Aber man sieht ja, da gehen noch einige. Von euch habe ich auch noch nicht unendlich, oder? Okay, muss ich weiter schwächen. Ups, falsche Taste. Okay, Fangwahrscheinlichkeit ist nicht sehr riesig. Und die Waffe ist nicht nachgeladen. Ganz schlecht. So. Das heißt, man Schuss abbekommen. Ah, ist ja schwieriger. Die haben halt Lebenspunkte und mit den Bällen hätte ich doch erstmal die Fangwahrscheinlichkeit erhöht. Sehr gut. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt du vielleicht noch. Jawohl. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Du entkommst mir nicht, kleines Nicht-Pikachu. Ähnliches. Oh. Ja gut, jetzt wird's leichter. Da muss ich schon gar nicht mehr hinschauen. Eins von denen könnte ich noch gebrauchen, dann hätten wir es schon geschafft. Jetzt wird es aber dunkel. Aber das ist egal. Ich will eigentlich ja hier rein. Leveltechnisch ein bisschen bin ich vorangekommen. Stufe 29 steht kurz bevor. Das bedeutet Pistole, Pistolenmunition. Ich kann den Gigaschild, das machen wir doch gleich mal, Gigaschild freischalten. Das Fließbandwerk hört sich super an. Allerlei Gegenstände können damit... Pals wären Fließbandwerk, das braucht man, um die Terrasphären herzustellen. Machen wir auch sofort die Kälte-Metallrüstung Marinette. Brauche ich noch nicht. Alte Pistole, wenn wir kurz vor der richtigen Pistole stehen, spare ich mir auch lieber die Punkte. Aber der Generator, den wird man wahrscheinlich brauchen. Für Stromerzeugung dann später. Noch habe ich gebraucht. Ich wüsste jetzt nicht, brauchen die Sachen irgendwie Strom? Benötigt Strom. Okay, das benötigt Strom. Naja, naja, naja. Dreht mich in den Metall. Splittergranate hört sich los. Das ist wichtig. Zum Entspannen der Pals und ansonsten, ja gut. Schauen wir erstmal. Wir sind hier in einer verlassenen Mine.
Die habe ich entdeckt, während ich eigentlich nach den Statuen gesucht habe. Naja, in dieser verlassenen Mine erwartet uns Spannung. Ein zwielichtiger Händler mit einem Sprengfass in der Nähe. Ich habe so einige Pals im Angebot, viele Ware verbotene waren. Sieh dich mich um. Ja, der hat ein paar, die ich noch nicht unbedingt gesehen habe. Das stimmt. Catress habe ich noch nicht. Oh, Handwerk, Transport. Gut. Kann ich gebrauchen. Kann man gut nutzen. Ja, ja. Du kannst bloß Eis und... Tja, was produzierst du, ist die Frage. Dich kennen wir schon. Oh, ich wusste gar nicht, dass du auch Holzfällen ganz gut kannst. Okay. Du bist mein Favorite. Ja, du bist ein komisches Viech. Siehst irgendwie aus wie ein Phlegmon, das ein bisschen zu groß geworden ist und blau. So ein bisschen, ja, der Blick sieht so einfach aus, nenne ich es mal so. Ich könnte natürlich auch meine ganzen Sachen hier verkaufen. Was krieg ich dafür? 97? Das ist aber nicht viel. Wahrscheinlich kriegt man mehr Geld pro Level, oder? Ah, höheres Level gibt mehr Geld. So kann ich auf jeden Fall... Falls mal wirklich kein Platz da ist, kann ich mal das aufräumen. Grintail? Gibt Geld. Ob Shiny oder nicht, ist anscheinend... Ah, das Shiny habe ich gefunden, tatsächlich. Grintail fange ich ab und zu mal. Schadet nicht. Also die Bosse, die ich jetzt schon habe, die farm ich. Das habe ich aus einem Ei bekommen. Hangyu. Und, oh ja, da habe ich mir gedacht, also, die... Ich habe ja schon mal erwähnt, den Pal-Index muss man eigentlich mal durchlesen, was da alles steht. Ah, das war die Lücke hier. Naja. Ah, jetzt sehe ich auch das Mau-Chris. Das ist sozusagen von Mau eine Variation. 24b sieht man hier auch. Von dem da. Eine alte Hinrichtungsmethode bestand darin, einen Schwerverbrecher auf dem Dorfplatz festzubinden und ihm von einem Hangyu das Fleisch von den Knochen reißen zu lassen. Ja, das ist ja das, was die Kinder lieben an Beschreibungen. Ja, deswegen finde ich, Palworld macht einen richtigen Schritt in Richtung Erwachsenwerden von Pokémon. Schön brutale Pals. Oder zumindest brutale Verwendungszwecke. So, jetzt haben wir hier Dunkelheit. Dunkelheit ist uncool. Es möge Licht werden. Jetzt müssen wir erstmal hier rauskommen. Ich brauche unbedingt ein besseres Flugpal. Also ja, Nightwing ist zwar ganz gut, aber mittlerweile habe ich schon gecheckt. Es gibt auf jeden Fall schnellere, / bessere. Da lang. Und das ist auch gut so. Also es gibt Steigerung. Weil... Ja, ist schon... In gewisser Weise... gewissermaßen schleichend, wie wir uns hier fortbewegen. Im Gegensatz zu, wie man sich am Ende fortbewegen kann. Aber gut. Wir haben die Möglichkeiten gerade ausgeschöpft. Und das ist auch Sinn und Zweck von nächsten Mal wahrscheinlich. Heute werden wir Bossig schlachten. Dazu gehe ich nochmal zurück, um Tag werden zu lassen, weil am Tag lässt sich besser kämpfen. Finde ich zumindest. Schön in mein luxusüberdachtes Bett. Und gut ist. Ein depressives Pal. Blöd. Soll sich nicht so. Soll mehr Bären essen. Sind zumindest welche fertig. Also, daran kann es nicht liegen. Mich wundert es tatsächlich ein bisschen. Ich habe schon lange nicht mehr den Erzhaufen, der da eigentlich spawnt, gesehen. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber naja. Ach ja, ich habe ein paar Eier. Mal schauen. Da waren, glaube ich, ist sogar ein gutes Ei dabei. Feuchtes Jubai zum Beispiel. Genau. Das ist ja ein besseres Ei. Was kommt da raus? Ein Pancake. Und ein Level Up. Perfekt. Und nochmal. Hungrig. Ja, hungrig ist sollte kein Thema sein. Noch ein Pancake. Guter Läufer, selbstzerstörerisch. Ich habe überall jetzt größere Kisten hingesetzt, wie man sehen kann. Also, naja, nicht überall.
Aber hier zumindest, wo es voll wurde. Ah, noch ein feuchtes Jumbai kann man da reinsetzen. Bup. Aber jetzt sind wir in der Lage, ihn zu farmen. Hoffentlich. Sehen wir noch. Mal kurz anschauen, die zwei, die neu dazugekommen sind. Ah, guter Läufer und der war geistig labil. Na gut, schlecht. Handwerksmeister kann aber nichts zu Handwerk. Schwierig. Alles schwierig. Also ja, außergewöhnlich kriegt man, glaube ich, immer, wenn man ein Shiny hat, oder? Shiny hat immer außergewöhnlich. So viele habe ich noch nicht. Da ist noch eins. Ja. Höllenfahrt. Ja. Ja. Höllenfahrt. Hört sich auch nach einem Mega-Skill an. Das war Forstmeister. Forstmeister ist sehr gut für die Arbeit hier. Solange er da auf dem Baum spawnt. Ungenutzte Statuspunkte. Ich habe Ausdauer auf 200 gemaxt. Das ist für mich jetzt ausreichend. Mehr will ich nicht. Oh, ein bisschen Lebenspunkte mehr. Dann habe ich ja eigentlich die Gigasphäre zum Produzieren. Aber hier wird gerade fleißig Stoff produziert. Die Gigasphäre kann hier nicht produziert werden. Da brauche ich wahrscheinlich was Besseres. Macht mehr Stoff, weil ich brauche Stoff zukünftig für Luxusbetten. Achso, Palsphären. Wundere mich gerade, warum da eine leere Lücke ist, aber ich habe keine Palsphären mehr. Aber ich will auch keine Palsphären zwingen mehr. Kurz mal schauen. Fließband. Zement. Massenweise Metallbarren. Massenweise Metallbarren. Okay. Massenweise Metallbarren. Die Elektrorüsen kann ich farmen. Ich könnte ja auch so einen Schlachter bei mir machen, dann könnte ich die ganzen Elektromäuse schlachten. Dann kriege ich nämlich nochmal die Ressourcen. Option. Ja, das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum ich kein Erz habe, weil tatsächlich jemand sich mal ums Erz kümmert. Auch nicht schlecht. Gut. Ich brauche massenweise Erz. Ist, glaube ich, auch in der Produktion gewesen? Ja! Massenweise Erz ist in der Produktion. Wo ist das Feuerpal? Ich sehe es nirgends. Jetzt ernsthaft, ich sehe es nirgends. Wo ist es? Ist es irgendwo hingebackt? Das würde erklären, warum es hungrig ist. Gut. Können wir lösen durch Neues bauen. Dann ess mal. Und dann kümmere dich um massenweise Erz, das wir dringend brauchen. Gut. Von dem Schwierigkeitsgrad hier, hier und dann hier. Das ist das Ziel für heute. Wir gehen auf Jagd nach besonderen Pals. Das sind sogar so besondere Pals, die haben... Das funktioniert nicht als... Na, ist ja lame. Brücke. Die haben sogar... irgendwie einen eigenen Teleporter, um zu den gelangen... um zu denen zu gelangen. Shit. Ah, nee, doch. Hab mir gerade gedacht, shit, ich habe Essen vergessen. Oh, ich fülle mal alle auf, damit sie während des Kampfes nicht zwingend gerade was brauchen. Auch wenn der Futterbeutel dafür sorgen könnte. Und dann schauen wir mal, was hier passiert. Ein Dungeon ist das? Muss ich da erst einen Dungeon durchleben? Oh ne, Ja. Gut, der Dungeon ist einfach eine Kampfarena prinzipiell. Nein! Das Nachladen.
Aufpassen! So. Hanking. Du gehst mir. Tatsächlich. Erster Boss besiegt. Oder erster Boss sieg gegen diese Art von Boss. So, jetzt können wir... Moment, das sind Wasser. Jetzt können wir aufräumen. Die brauche ich nicht mehr. Genau. Alle wegschnetzeln. Oh, was ist das? Säureregen, oder wie? Oh, shocking. Perfekt. Alles gut. Wunderbar. Okay, das sind kleine Kampfarenen, wo prinzipiell so kleine Viecher drin spawnen. Gibt es hier sonst noch was? Das sieht auf jeden Fall cool aus. Wäre witzig, wenn hier noch irgendwas versteckt wäre. Aber... Kann man da irgendwie hoch? Kann man da irgendwie rausklettern? Ja, es ist eine unsichtbare Wand. Ich habe es befürchtet. Ja, gut. Okay. Cool. Das war Nummer 1. War ja auch der einfachste. Muss ich mich ein bisschen besser verhalten, muss ich zugeben. Den werde ich auf jeden Fall ein bisschen... Boah, hier gibt es sogar Boss-Wiederbelebung-Timer. Ja, ich glaube, jeder Boss spawnt alle Stunde wieder oder man schläft eine Nacht lang. Das war schon mal gut. Nummer 1. Jetzt gehen wir zu einem komplett neuartigen Pfahl als Boss, den ich noch nicht so wirklich kenne und das ist auch etwas spannender in der Positionierung. Wobei, wenn ich... Och, da gibt es schon wieder neue. Wenn ich schon mal hier bin, ich glaube nämlich gesehen zu haben, hier ganz in der Nähe ist doch auch so ein Spawn. Weiterentwicklung der Schafe, oder nicht? Ha, eigentlich muss ich davon eins fangen. Nein! Das ist der Fokus für nächstes Mal, würde ich sagen. Nächstes Mal gehen wir auf Erkundung. Oh! Oh! Gut, Ausnahmen müssen gemacht werden. Jawohl, das sind überall so Flugviecher. Vielleicht ist es eine bessere Variante. Na, wenn, dann nehmen wir eine bessere, ne? Komm runter. Natürlich muss ich nachladen. Und das Blöde ist, beim Ausweichen muss ich alles wieder neu laden. Er ladet. Okay, ich brauche Unterstützung. Wer ist das stärkere Flugpaar? Nein, der ist down. So, daneben so. Und, aha. Der schrille Pfiff. Fangen wir 50 verschiedene Parts. Sehr schön. Warum ist die Musik so brutal? Müsste passen. Dafür gibt es bestimmt einen Sattel und vielleicht ist es schneller als meins. Ach, wenn wir schon dabei sind, dann nehmen wir doch so eins. Wulipop. Nicht wegrennen. Warte, warte, ich muss noch nachladen. Warte, 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 warte. Bam. Das ist schlecht. Sag's ja. Das ist schlecht. Das braucht eigentlich noch ein bisschen Bearbeitung. So, jetzt sieht's schon besser aus. Hm? Hm. Okay, ist... 18.000 Mal süße. Oh, was ist das? Ich wollte gerade sagen, ist das eine neue Ressource? Wir gehen mal nach oben. Ich dachte eigentlich, habe ich mich geirrt? Ey! Aufhören!
Oh doch, lol. Da. Ah, gerade verdeckt. Wow. Broncherry. Auch neu. Verflucht. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen heute gewesen, aber... Ach, das muss man alles mitnehmen. Die Fuhrks sind auch höheres Level, also... Das habe ich mir für nächstes Mal vorgenommen. Da werden wir auf Erkundungstour gehen. Oder auf Eroberungstour, wie man es sehen möchte. Aber eigentlich sollte es Erkundungstour sein. Und ich brauche dringend mehr Munition. Oder die Pistole. Jo. Ja, easy. Die Körper davor und nach der Paarung unterscheiden sich beträchtlich. Der Duft. Wo ist eigentlich mein Pal? Okay, deswegen bin ich eigentlich hier. Und dort vorne sind doch auch solche Statuen wie gerade eben. Jawohl. Bushi, Stufe 23. Ja gut, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir auch Bushi mit. Dies wird allerdings herausfordernder. Das wird schon mal deutlich herausfordernder. Aber, why not? Dann wird's halt ein ordentlicher Kampf. Oh ja, der kann schon eher was. Richtige Bosskämpfe. Oh. Oh. Bushi sieht auf jeden Fall cool aus, den will ich haben. Der hat auf jeden Fall einige Styles drauf. Bushis Feuer. Okay. Mein Boss oder Alpha Pengulet soll das mal machen. Nein, daneben. Das dauert doch, das Nachladen. Headshot. Los, Bushi. Ah, war ja Körpertreffer. Wow. Okay. Relativ beeindruckend, würde ich sagen. Jetzt ist halt so eine Sache. Die Chance ist... Ich wollte gerade sagen, die Chance ist gering, aber gefällt mir. Wenn nach dem Tod zu schwertern, für die nächste Generation, wenn jemand außer einem Bushi zu schwertern, wird er von den Stimmen der Toten darin in den Wahnsinn getrieben. Jawohl. Hört sich doch traumhaft an. Schauen wir uns dann gleich an. Das hört sich doch nach einem Träumchen an. Was haben wir denn hier? Broncherry für hochwertiger, seltenes Organ. Händler, guten Preis. Hier gibt es einige Sachen, die gedroppt sind. Das ist ja schön, das ist sehr schön. Die Elektrodrüsen nehme ich auch sehr gerne. Das mit dem Futterbeutel, die sollen... Das triggert mich, wenn sie immer schon ein Stückchen hungrig sind. Das war ein guter Dungeon. Hat sich der kurze Ausflug hierhin gelohnt. Erkunden machen wir das nächste Mal. Ja. Oh, haha. Das nehme ich mit. Nee, war schon richtig. Ich wollte drauf. Ja, wenn schon, denn schon. Dann nehme ich es natürlich mit. Die Lebensstatuette. Kleine Palseele. Fuck. Davon haben wir jetzt welche. Das wird sehr interessant. Hier gibt es bestimmt noch einige andere Pals, die wir noch nicht kennen. So, jetzt wieder hierhin zurück. Und dann gehen wir... Die andere hier ist außen, glaube ich. Das Witzige ist, anstatt zu schwimmen... Die jagen mir nach.
Sollen sie da ruhig machen? Ich suche hier ein Dratini. Das suche ich zwar nicht, aber... Nein! Okay. Das ist zu schwach, um das zu überleben. Vielleicht aus der Entfernung? Nein! Schwierig. Ah, da hier sind jede Menge Dratini. Kelpsi-Fleisch und Palze. So. Dann halt auf die altmodische Methode. Dratini, du bist mein. Ja. Ah, wenn wir schon mal dabei sind, dann bist du auch mein. Hier Persönlichkeit, wir reden nach Wasserqualität. Ich meine, schmutzige geboren. Ausgesprochene Arschgeigen. Sehr gut. Okay, Mutter Dratini, Dragonier, Azurobe. Let's battle. Blub, Blubstrahler, was war das? Blubber. Aua. Ja. Warum ist da ein anderes Style? Ach, weil da Leichen sind. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Die gehen auf Leichen, die Dial. Das ist eine gute KI, würde ich mal sagen. Den Blubber ausweichen. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Schön anspucken, genau. Angriff. Ich hau auch nochmal drauf. Jawohl. Ausgewichen. Blubber ausweichen. Nein! Ah! Ich habe die falsche Taste. Ich wollte E drücken. Naja. Oh, seltene Drachenkugel. Antikes Bau. Werde ich auf jeden Fall noch fangen. Schade. Diesmal war es leider... War ich zu abgelenkt auszuweichen, die richtige Taste zu drücken und... Willst du es wirklich wissen? Ja, das da ist ein Direhole. Nicht du. Komm, fress es. Jawohl, fress es. Da noch nicht. Du? Lol. Ich glaube, ich habe schon 10 Direhole, oder? Nein! Na gut. Dann fangen wir auch noch ein paar Direhole. Habe ich jetzt kein großes Problem mit. Jawohl, da sind die nächsten. Komm her. Ja, ich muss leveln. Dazu brauche ich euch in Massen. Ja, Direhole. Wehre dich nicht gegen dein Schicksal. Werde zu meinem... Schoßhund. Wunderbar. Erledigt. Schön. Oh, ich bin schon fast Stufe 30. Sehr gut. Oh, da ist noch so ein Lama. Aber die Lamas finde ich lahm. Aber den Pal-Index hier komplett voll machen, das ist... Ja, eine Fleißaufgabe. Oh, wahrscheinlich mache ich die auch irgendwann mal. Erstmal aber nicht so wichtig. So. Und als letztes, das erste Stufe 23er, was ich überhaupt gesehen habe und was an der Stelle, finde ich, strange ist, weil links und rechts daneben die Inseln relativ low-level sind. Aber ja, Catress. Noch nie gehabt, aber schon gesehen, das ist brauchbar. Fress es. Ach, da oben. Oh, ich bin kurz davor, mächtig genug zu sein, die Mammoth Rest zu holen. Endlich mein Lager zu beschützen vor diesen viel zu friedlichen Kreaturen. Und ihr Elfenbein zu holen. Muhaha. Oh ja, Stufe 31. Sphäre der Kühnheit. Kühn genug bin ich.
legen wir los. Und hoffentlich können wir es auch fangen. Hallo, Catriss! Okay, wird ein kleines Gezerge. Dunkler Katzenmagier. Hund gegen Katzenmagier. Bist du die Weiterentwicklung von Kadivar? Wahrscheinlich. Ey, das ging durch. Nein, das ging nicht durch. Diese Kugel, vor der habe ich immer Respekt, weil sie so langsam ist, muss sie stark sein. Ich glaube, ich lasse mal jemand anders kämpfen. Jawohl! Los, Body Slam Attacke! Ja! Ja, das war daneben. King Paka, nicht wegrennen. Kämpfen. Was? King Paka? King Paka, so solltest du nicht kämpfen. Und Herzschwert. Ja, jetzt wird's gefährlich. Ja, greif nochmal an. Das ist gut. Eingefroren ist doch bestimmt gut, oder? Jawohl! Mensch, das ist Riesenlack. Catriss Fell ist sogar ein extra Fell. Ist in den Küsten des Schattens bewandert, ist am liebsten alles roh und kann Fulmak nicht ausstehen. Jetzt müssen wir. Fulmak ist. Nee, Fulmak ist dieses Feuerwitter-Hundeviech. Das haben wir, glaube ich, schon im Lager. Wäre cool, wenn die eine Unique. Wenn die irgendwie sich Unique verhalten. Aber sehr gut. Auch dieser Boss ist mein. Und ich mache gerne, also neben einfach wegen rumeideln in der Base, damit die Ressourcen gefarmt werden, mache ich es gerne, dass ich die Bosse auch einmal am Tag farme, weil die können irgendwelche leckeren Sachen droppen. Moment, hier bin ich doch ganz falsch. Habe ich nicht gerade in die richtige Richtung geschaut? Wo bin ich hier? Da lang. Ist immer verwirrend mit den Himmelsrichtungen auf der Karte, aber gut. Ach, ist das herrlich, herrlich. Schade, dass es mit dem nicht geklappt hat, aber... Halt. Aber das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Wir schlafen einfach. Und ich glaube zumindest, dass es so funktioniert, dass ich jetzt einfach dorthin gehe und es wieder da ist. Dann machen wir es einfach nochmal. So viel Zeit muss sein. Wo ist es denn? Da. Oder in die Richtung. Ansonsten fangen wir uns noch... Das hat nicht geklappt, oder? Genau, ich habe, glaube ich, gar keins von denen gefangen. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Oh, doch. Ja, doch, habe ich schon. Habe ich von denen schon eins? Ja, Calloray habe ich bestimmt. Theoretisch, ich dachte... Jawohl, da ist es respawned. Alles klar. Headshot. Diesmal aber... Fangen wir es. Sonst macht das ja alles keinen Sinn. Ich brauche nicht die Ressourcen, ich brauche dich. Ich muss die Erfahrungspunkte. Gut, die Haare kann man auch schaden. Den Haaren kann man auch schaden. Das war ein Headshot. Ha.
Eigentlich ist es natürlich stark, mit Elektro gegen es zu kämpfen. Oh Gott! Viel zu stark! So, du wirst mir nicht entkommen. Du wirst mir... Moment, warum ist die Chance jetzt geringer? Yes! Kommt das weiße Band eines dazu mit verunreinigtem Wasser in Berührung, verfärbt es sich schwarz. Aufgrund dieser Fähigkeit wurde dieses Paar einst rücksichtslos gejagt und ist noch immer nicht gut auf Menschen zu sprechen. Tja, und jetzt wird es versklavt. In meiner Base. So ist das Schicksal. Oh! Oh, von denen habe ich schon mal was gesehen. Die sind super. Die will ich haben. Ich will sie aber nicht töten. Die produzieren Milch. Die braucht man für Essen. Ach, jetzt aber. Oh, bleib hier. Milchproduzenten ist ja super. Einfach mal kühl. Mozzarella. Jetzt habe ich Bock auf Mozzarella. Tomatenmozzarella ist was Leckeres. Und Tomaten? Oh, ich dachte, ich habe schon Stufe 30. Moment, ich habe noch nicht Stufe 30. Das lässt sich doch sicherlich auch beheben. Hier ist doch bestimmt irgend so ein Kelpie oder sowas. Das fangen wir und dann Stufe 30, juhu. Oder sonst... Ja, das machen wir den Rest vielleicht nicht. Ja, davon habe ich bestimmt auch noch nicht genug. Den nehme ich auch. Einfach die Erfahrungspunkte für Stufe 30. Lass mein Schild in Ruhe. Ey! Wow, ausgewichen! Was soll denn das? Schwächensversuch ist normal. Mach mal das weg, das stört mich. Ach, das habe ich noch gar nicht! Das hatte ich noch gar nicht! Okay. Dabei gibt es das direkt in meiner. In der Nähe von meinem. Interesting. Ja, komm her. Komm her, ich brauche die Erfahrungspunkte. Erfahrungsbonus und sowas. Zur Not die ganze Familie, Kelpsi. Hä? Ah, lol. Von dem habe ich schon zu viele, oder wie? Aber warum wird dann der Text angezeigt? Das ist nicht ungewöhnlich. Aufhören, sonst fange ich euch alle. Ich will eigentlich bloß ein Level up. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Jawohl. Ah, von dem... Von den... Nein, nein, lass mich auch... Hallo. Hallo, Direwolf. Ich will reiten. Das lässt mich nicht reiten. Lol, weil Palsaft dort vorne irgendwie ausgewählt ist. Oh nö. Jetzt muss ich da extra hin. Ich hörte da gerade blubbern. Dann sammeln wir den Palsaft, bevor ich irgendwas machen kann. Ah, schwierig. Gut, aber jetzt. Richtig viel Beute gemacht. Richtig viel Stuff gefarmt. Richtig. Was wollt ihr? Lass mich durch. Hatte keine Ausdauer, sonst hätte ich sie angegriffen. Ich habe ja so viel Neues. Und das müssen wir jetzt betrachten. Das müssen wir. Wir müssen jetzt die Beute begutachten. So, erstmal die Pals. Einiges an neuen Pals, die wir willkommen heißen können. Angefangen mit. Nee, schon früher hier. Nee, hier sogar. Grüner Daumen, Isolierung.
Dreier-Transport und Feuer. Wow. Und das ist wild. Wild, das ist, glaube ich, eines der besten Sachen, die man... Oder eine sehr gute Sache. Ja, wild ist nicht schlecht. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie schnell du auch bist. Aber Dreier-Transport ist geil. Das hat ein Zweier Feuer. Wen habe ich hier für Transport extra? Dich habe ich. Ah, okay. Ja, Dreier-Transport ist geil. Lara. Als Zweier-Transport. Wen habe ich noch als Transport? Dich vielleicht. Das ist mega. Dreier-Transport bedeutet, du kannst dich wahrscheinlich schnell bewegen. Und die Kuh. Masochistisch veranlagt. Die machen auf jeden Fall Milch, das kann ich mir vorstellen. Und Milch braucht man für leckere Sachen. Das kann ein bisschen gießen. Wow, das kann vieles. Feuer tragen. Oh ja, das ist ein gutes Pal. Du bist auch brauchbar? Ja, sehr gut. Jetzt kommen langsam die richtig guten Pal. Das sowieso? Jawohl, wir sind jetzt langsam in einem Gebiet angekommen. Ja, Dreier Pflanzen. Ich glaube nicht, dass... Ich wüsste nicht, dass man Dreier Pflanzen bräuchte. Elektrizität, da kommen wir bald dazu. Auch noch das Metall. Hierfür. Zum Beispiel. Flauschbetten muss ich noch machen. Damit kann ich die Base upgraden. Kann ich ja währenddessen machen. Bis zum nächsten Mal. Genauso wie die Ressourcen sammeln und das wahrscheinlich bauen. Dann kann ich es euch nächstes Mal zeigen, was es hier alles gibt. Den mit Palensaft habe ich noch kein einziges mehr gemacht. Ich habe auch noch gar nichts gezüchtet. Das ist vielleicht eine verschwendete Chance. Gut, viele neue komische Sachen, die ich erstmal realisieren muss. Das gibt auf jeden Fall einen Grund, hier die Kisten abzugraden. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Antikpunkte habe ich. Normaler Futterbeutel. Großer Futterbeutel. Einzelsphärenwerfer. Nett, nett, nett. Will ich eine Pistole, ist die Frage. Ja, ich will eine Pistole. Weil, wann kommt denn die nächste Waffe? Das ist ein bisschen lang hin. Also will ich eine Pistole. Freischalten. Ich will natürlich Pistolen mit... Waffenschutz. Okay, okay, cool, cool, cool. Pistolenmuni, Schießpulver. Ich weiß, dass es die Ressource Schwefel gibt, aber ich weiß noch nicht, wo man die herkriegt. Minen, wahrscheinlich. Muss ich wahrscheinlich in bessere Minen als die Stadt. Dungeons meine ich natürlich. Na, vielleicht gibt es auch Minen. Komfortables Bett. Ich wüsste nicht, wozu. Wozu braucht man das? Das normale, das Bett hat aktuell bloß eine Funktion für mich, nämlich die Nacht überspringen. Ob es komfortabel ist oder nicht, weiß ich nicht. So kann man auf jeden Fall seine Base verteidigen. Bisschen extra verteidigen. Brauche ich aber nicht zwingend. Zumindest nicht. Anfangs. Nee. Okay. Heißt also, bis zum nächsten Mal werde ich mich bemühen, die Sachen bereitzustellen. Auch das. Dann werden wir mit Elektrizität, also ich werde mit Elektrizität dann mal arbeiten. Werde die Sachen herstellen. Und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, was ich mit Terrasphären... ich brauche den Zement. Was braucht man? Ach, Knochen braucht man, glaube ich, für Zement. Oh, kann man die irgendwie farmen? Oder anbauen, beziehungsweise Viehzucht oder sowas. Das wäre gut. Knochen, da muss ich viel vernichten. Ja. Gut. Werde ich das machen bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich auf Erkundungstour gehen in den neuen angrenzenden Gebieten. Ich habe mir so überlegt, da vielleicht. Hier ist irgendeine Insel. Hier ist irgendeine Insel. Da ist irgendwie eine Insel. Oder auch... Ja, hier ist schon eine Insel. Also einfach eine neue Insel mal besuchen, mal erkunden. Hier haben wir schon einen Sneak Peek heute gehabt, was ziemlich cool war, weil da einige neuartige Viecher sind. Da fällt mir ein, was muss ich noch nachschauen? Erstmal, was ist das? Elektro-Schockgranate, cool. Aber useless. Grintail reiten, naja. Da reiten, naja. Reiten, immer reiten. Das da. Oh ja. Den will ich auch. Den Sattel will ich auf jeden Fall auch.
Gut, ich könnte mir vorstellen, ich brauche eine weitere Werkbank, weil es gibt viel zu tun. Viel zu tun. Das ist sehr gut. Ich brauche sehr viele Metallbarren. Ich habe hier einiges. Die Kiste muss erweitert werden, weil die Kiste war eigentlich für Drops von Pals. Und jetzt sieht man, ja, ich habe mehr Drops von Pals. Hier ist Milch. Ah ja. Kurz mal schauen, was man aus Milch machen kann. Wenn ich schon ein bisschen Milch habe, kann man doch mal kurz gucken. Heiße Milch. Ja. KFC Barbecue. Ja. Mozzarella Steak. Ja. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Aber zum Beispiel für den Kuchen brauchen wir Milch. Viel Milch. Eier. Viele Eier. Honig. Honig habe ich noch nicht gecheckt, wo man es herbekommt. Mehl. Ja, da muss ich halt das Weizen umwandeln. Das ist schon vorbereitet. Das wäre möglich. Und dann könnte ich Torten herstellen. Und dann geht's ins Breeding. Auch wieder ein großes Kapitel in diesem Spiel. Ein richtig großes. Da kann man wirklich viel min-maxen und alles blablabla. So viel habe ich schon herausgefunden. Aber wie es genau funktioniert, noch nicht. Aber das hat ja auch noch Zeit. Vermute ich. Finde ich schade, dass da immer bloß Panking rauskommt. Gewöhnliches Jumbo-Ei. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Keine Ahnung. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Und was kommt aus dem Zerfurchten? Ein Fuddler. Jawohl. Da packen wir ein saftiges grünes. Jumbo-Ei. So, wunderbar, wunderbar. Habe ich irgendein Ei aufgesammelt? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Nächstes Mal bin ich gespannt, ob ich hiermit einen neuen, stärkeren Raid-Partner gefunden habe. Das wäre schon ziemlich cool. Nightwing, vielen Dank für deinen Service. Aber jetzt geht's auch... ab auf die Schlachtbank. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.